Servus zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Neubartelsagen Big Farm hier bei mir auf dem Kanal. So, ja, wir stehen hier vor dem Waldra und wenn wir hier mal kurz den Blick nach links schweifen lassen, seht ihr den ersten Grimme und da vorne steht auch schon der zweite Grimme. Also mit anderen Worten, wir sind mit der Kartoffelernte hier auf Feld Nummer 1 soweit fertig. Na, da seht ihr es. Abgeerntet. Und jetzt können wir uns langsam aber sicher auf den Weg machen zu Feld Nummer 9. Und das werden wir hier so als kleinen Konvoi machen, weil wir wollen ja auf diesem oder in diesem Projekt wollen wir ja ein bisschen auch testen, wie es aussieht mit den Helfern. Und die Funktion, dass wir jetzt mit den Helfern hier diese Fahrzeuge alle zum Feld 9 fahren lassen, das wollen wir jetzt mal ausprobieren. Aber ich kann es gleich vorwegnehmen, das hat ja einen Grund, weshalb der Grimme hier schon drin steht. Wir kommen mit den Fahrzeugen hier, mit diesen großen Vollerntern, obwohl ja hier der Radstand hier so eng ist und sich ja praktisch die Lenkung sehr weit in der Mitte des Fahrzeugs befindet, nicht hier um diese Kurve rum. Es passiert, was so häufig passiert. Er bleibt hier an diesem Stein hängen. Okay, sei es drum. Wir werden also hier diese Fahrzeuge gleich losschicken auf die Reise zum Feld Nummer 9 und dort mit der zweiten Kartoffelernte weitermachen. So, aber bevor das soweit ist, zeige ich euch noch was, denn wir haben einen weiteren Auftrag angenommen. Und da steht nämlich hier ein schöner Johnny-Schlepper mit einem Grupper. Und den schmeißen wir mal als erstes an, weil wir sind hier auf Feld Nummer 10 und können hier schon mal auf jeden Fall beginnen, diesen Auftrag fortzuführen mit den Gruppern dieses Feldes. Auch das bringt uns ein bisschen Geld ein. Schauen wir mal kurz rein in die Aufträge. Und zwar Gruppern Feld Nummer 10, 28.651. Natürlich geht dann wie immer ein bisschen was ab für die Miete, für die Geräte. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und die Maschine arbeitet hier mit dem Helfer. Sehr schön. Okay, so. Wir werden jetzt unsere Maschinchen hier auf die Reise schicken. Dazu steigen wir in den ersten Grimme ein und gehen hier hoch auf die Helfer. Und jetzt ist es so, ich habe es wie gesagt schon mal ein bisschen angetestet. Wir haben ein Problem. Wir werden auch hier anscheinend nicht um die Kurve kommen. Ich hätte ja gerne die Fahrzeuge gleich bis hier runter. Wir können es mal spaßeshalber versuchen, wenn ich den jetzt hierher setze und sage, er soll da hinfahren. Oha, okay. Das scheint er zu machen. Er setzt sich also tatsächlich in Bewegung. Okay, dann machen wir das. Ne, den müssen wir auf jeden Fall erstmal hier um die Kurve bringen. So, weil da müssen wir jetzt ja schon einschlagen, weil sonst kommt man hier nicht rum. So, und dann machen wir natürlich die Rundumkennleuchten an. Dann gehen wir hier auf Ziel setzen und dann werden wir den hier herbringen. Mal schauen, ob das auch klappt. Na. Mann. Und nein, das will er nicht machen. So. Nochmal. Ziel setzen. Nein, der möchte das nicht machen. Okay, dann werden wir den, so wie es aussieht, leider nur bis hierher bringen können. Sehr gut. Und dann setzen wir uns in den hier, machen die Rundumkennleuchten an und dann fahren wir hinter dem Konvoi her mit dem Waltra und unserem zweiten Abfahrer. Denn der erste, ihr habt es vielleicht schon gesehen beim Durchschalten, den habe ich bereits hier unten am Feld Nummer 9 platziert. Der wird dann eben darauf warten, dass er dann zum Einsatz kommt. So, der andere Grimme ist schon unterwegs. Der ist sogar schon da vorne an der Kurve vorbei, den sehen wir gar nicht mehr, obwohl ja, ich glaube, die nur maximal 27 km/h bringen. Aber das ist für so große Maschinen auch nicht schlecht. So, wunderbar. An der Stelle haben wir ja ein bisschen... Ah, da vorne sehen wir ihn. Da vorne sehen wir ihn, wie er da unten fährt. So haben wir dann doch ein bisschen unseren Konvoi und ein bisschen Action hier auf der Karte. An der Stelle darf ich mich recht herzlich wieder hier bei den neuen Abonnenten bedanken. Und natürlich auch für euer Feedback, für euer positives. Vielen, vielen lieben Dank und für die Däumchen. Ich sage recht herzlichen Dank und freue mich, dass ihr jetzt hier bei uns mit dabei seid. Ja, das darf man natürlich nie vergessen. Dankeschön auch zu sagen, wenn man was Positives zu hören bekommt. Danke, danke, danke. So, an der Stelle fahren wir jetzt nicht rechts. Das wundert mich eigentlich immer ein bisschen, warum die hier dann auf der linken Seite bleiben.
Aber wir fahren hinter ihm her und das scheint ja zu funktionieren. Bis jetzt haben wir auch rechts oben keine Mitteilung. Oh doch, da. Kaum spreche ich davon. Also, der Helfer wird durch ein Objekt blockiert. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es wirklich der Grimme ist oder ob das der Johnny ist. Wir werden es aber gleich sehen, wenn wir vorne um die Kurve fahren. So, doch, oder? Nein, das sind Autos. Ja, doch. Doch, doch, doch. Er hat da vorne ein Problem. Ist natürlich halt schon schwierig mit den Fahrzeugen aufgrund der Lenkung. Dann schauen wir uns das mal an. So, ja, hier genau das Gleiche. Er kommt ja halt nicht um die Kurve. Da müssen wir ihm halt leider am Pushen helfen. Das sind nur wenige Zentimeter. Aber das ist halt nun mal so. Okay. So. Dann bringen wir den schon mal gleich ganz runter. Und mit dem werden wir dann praktisch in Ost-West-Richtung fahren. Und mit dem anderen Grimme werden wir dann Nord-Süd abarbeiten. Ja, ihr seht es ja in unserem Kontostand. Aufgrund der Sammelobjekte, die wir ja in den letzten Folgen eingesammelt haben, haben wir jetzt einen ordentlichen Kontostand von 1,6 Millionen. Und das heißt, dass wir auf jeden Fall in den nächsten Folgen anfangen können, dann das Feld, das wir geplant hatten, das Maisfeld zu kaufen. Und dann werden wir auch relativ zügig mit der Maisernte, und zwar schon im nächsten Monat höchstwahrscheinlich, im Oktober wird es reif sein, werden wir da beginnen. So, hier geht es jetzt links rein. Dann werden wir das Maschinen schon mal aufklappen. Das ist ja hier bei dem Teil ein Mods-Act. Das sind ja jede Menge bewegliche Teile. So, jetzt wird auch gleich vorne der Krautschlägel ausklappen. Sehr schön. So, und da hinten eben das Förderband. Dann gehen wir hier auf die Reise. Lassen vorne runter. Dann gucken wir mal von innen. Wie gesagt, 5 Bahnen, das heißt immer die dritte ist dann in die Mitte und dann passt es einigermaßen. So, dann können wir den erstmal auf die Reise schicken, das sollte soweit passen. Und dann gucken wir mal, was er hier macht. Ja, er grubbert vor sich hin, kein Problem. So, da müssen wir den Motor nochmal starten. Dann bringen wir den erstmal hier oben an den Feldrand und werden unseren Abfahrer schon mal vorsorglich den anderen nach unten bringen. So, sehr schön. Motor starten, wie immer. Und ab geht die Lucy. So. Also mit dem fahren wir jetzt mal ganz runter und werden den dort am Feldrand parken. Ah, da macht schon wieder eine Wende auf der Hälfte des Feldes. Ja, auch eine komische Geschichte. Dann werden wir das Ganze mal manuell ein bisschen unterstützen. Wir lassen ihn mal fahren. Gut, dann kümmern wir uns um ihn. Lappen ihn aus. So. Tja, Wahnsinnssache hier. Gut. Der reinste Transformer, kann man fast sagen. So, dann fahren wir hier erstmal das Vorgewände hier runter. Ja.
besten dann doch von der innen. Ja, von innen haben wir es am besten. So, und ich kann euch schon vorwarnen, natürlich werdet ihr jetzt nicht die ganze Folge hier zuschauen müssen, wie wir hier die Kartoffel ernten. Ich denke, wir werden 2, 3, 4 Bahnen machen und auf jeden Fall noch den Auftrag abschließen mit dem Johnny, mit dem Grubbern. Und in der nächsten Folge, denke ich, werden wir dann einen kleinen Zeitraffer machen, wo wir dann das Feld dann fertig abernten und dann auf jeden Fall am Ende dann uns mal ansehen, was wir dann letztendlich mit diesen 2 Erntenaufträgen unterm Strich verdient haben. Und dann gibt es auch nicht mehr allzu viel zu tun hier im September, zumal es dann auch mit Ernten schwierig wird. Irgendwann früher oder später soll wohl hier der Regen kommen und das heißt, wir werden dann relativ schnell vorspulen, dann auf den nächsten Monat und dann schauen wir mal, ob dann, so, Achtung, ups, ah ja, da ist er tatsächlich hängen geblieben. Okay. So. Und ablassen. Erst dann. Dann schauen wir mal, ob wir hier vorbeikommen. Ja, das wird irgendwie ein kleiner Ast gewesen sein. Wo war er stehen geblieben? Ah ja, und dann werden wir eben das große Maisfeld kaufen. Und wie gesagt, der Plan ist definitiv auf jeden Fall erstmal auch einen neuen Drescher zu besorgen. Und zumindest mal die Hälfte des Feldes zu ernten. Dann können wir anfangen, auch den neuen Hof zu bauen oder zumindest damit anzufangen. Denn was wir auf jeden Fall bräuchten, wäre ein Silage-Silo. Da denke ich natürlich wie immer an das hessische Fermenter-Silo. Und dann könnten wir auch Teile von dem Feld nämlich schon mal häckseln. Das wäre mit Sicherheit auch spannend und interessant. Vor allen Dingen, wenn wir dann mit 2 bis 3 Abfahrern auch fahren. Und hier wird es jetzt wieder eng. Ich denke, da kommen wir jetzt wieder nicht vorbei. Und dann müssen wir jetzt wieder einen Bogen fahren. So passt es. Okay. Nein, so passt es nicht. Sind wir dann oben doch an einem Ast hängen geblieben. Ja. Müssten wir eigentlich andersrum hochfahren. Wäre cleverer gewesen. Deswegen machen wir jetzt Folgendes. Dann soll der jetzt hier einfach so runterfahren. Und wir schauen mal, was der andere macht. Der ist bei 81%. Das heißt, den kann man demnächst auch abtanken. So. Ja, okay. Der fährt auch hier nicht bis ganz runter. So. Dann machen wir hier mit Feldrand weiter. 86. Ja, kann natürlich sein, dass er da ein Problem auch hat, wegen der Kollision. Weil da vorne ist ja auch relativ neu auf der Map an der Stelle ein Hochsitz. Der war früher nicht. Und da kann es natürlich schon sein, dass er damit ein Problem hat bezüglich Kollision und dass er deswegen hier schon gewendet hat. So, jetzt machen wir ein bisschen Trick 18, weil auch wenn wir hier keine Fruchtzerstörung auf dem Feld haben, sollten wir trotzdem vermeiden, durch die Frucht zu fahren. Deswegen können wir hier jetzt diesen Übergang nutzen und werden jetzt hier an der Stelle das Fahrzeug erstmal abtanken. Ja, da haben wir auch kein Problem damit. Der Nachbarbauer hat uns die Erlaubnis erteilt und das ist okay. Das Feld ist ja soweit vorbereitet. Es geht in den Herbst hinein und da können wir auf jeden Fall mal kurz drüber fahren, hier am Rand. Ach du Schande, was macht der andere? Ja, das sind ja wilde Geschichten, die da der Kollege fährt. Das heißt, da müssen wir uns auch gleich drum kümmern. Okay, ihr seht schon, das wird eine spannende Geschichte hier auf diesem großen Feld. Aber, wie gesagt, deswegen machen wir dieses Let's Play hier mit dem Projekt Big Farm. Weil wir dann eben gucken, wie sich hier die großen Maschinen eben verhalten. Vor allen Dingen die Helfer. Und ja, da müssen wir auf jeden Fall eingreifen, weil er dreht hier Kreise. So, okay. Dann werden wir den jetzt hier rumfahren. Ja, ich glaube, das ist zu früh, dass er uns in den Bach fährt. So.
Hilft nichts. Auf jeden Fall, bis mal die Vorgewände gefahren sind, muss man einfach die Kollegen ein bisschen an die Hand nehmen. Ohne Probleme auf jeden Fall hochfahren. Dann schauen wir mal. Gut. Er ist abgetankt. So, dann können wir ihn wieder auf die Reise schicken. Ups. Müssen wir nur wieder in die Spur richtig reinfinden. So. Das passt soweit. Okay. So. Da ist unser anderer. Motor wieder anmachen. Kommt er jedes Mal? Ja, okay. Normalerweise sollte dort der Motor eigentlich weiterlaufen. Ich weiß, aus Umweltschutzgründen ist das nicht angesagt, aber naja. Prozent, das heißt, wir können auf jeden Fall da hoch und dann können wir den oben abtanken. Und was macht in der Zwischenzeit der andere Kollege? Wendet der schon wieder? Nicht zu fassen. Ja, oder? Ja, natürlich, der wendet schon wieder und fährt schon wieder zurück. Und es liegt mit Sicherheit an dem Hochsitz. Ja, wie vorhin schon gesagt, werde ich auf jeden Fall, denke ich, spätestens am Wochenende ein kleines Zeitraffer-Video machen, weil dann, denke ich, komme ich auch dazu, dieses Feld fertig abzuernten. Und was ich auch noch machen möchte, ist definitiv nochmal ein kleines Video zu den Sammelobjekten hier auf der Map. Und das will ich dann eben auch am Wochenende produzieren. Also, wenn der eine oder andere es noch nicht gesehen hat, wo sich die Sammelobjekte befinden, die 20 Stück, dann in den nächsten Tagen werde ich dazu auch ein kleines Video machen. So, das dazu. So, als kleinen Ausblick. Wir sind bei 91%. So, da muss man immer daran denken, dass man noch ein bisschen weiter fährt, weil vorne ist ja der Kreuzschlägel und die Grünbirne werde ja erst weiter hinten aus der Erde gehoben. So, wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Wir fahren wieder hier raus. Können wir auf jeden Fall abtanken. So. So, da ist der Kollege. Ja, da müssen wir jetzt rückwärts raus. Aber ist ja kein Drehschemel, also somit auch kein Problem. Gut. Mal, oder? Kann der schon? Nein. So, von hier sehen wir es besser. Aber andersrum. Und jetzt müsste er eigentlich mal langsam anfangen. Ja, wenn der Motor lief. Sehr gut. So, wie weit ist denn... Ja, klar. Naja, okay. So, was macht er jetzt? Ja, da werden wir auch nochmal ein bisschen manuell und den dann einfach vorfahren und dann kann er, denke ich, die Bahn durchfahren. Dann wird's passen. Ja, also
Also wie gesagt, wird definitiv mit Sicherheit Kollision sein mit diesem Hochsitz und deswegen haben wir ja das Problem, dass wir nicht vorbeikommen. Ist eigentlich auch klar, logisch, in der Richtung steht ja auch das Entladerohr, das Band ja deutlich über dem Wagen, sind ja vorhin ja schließlich ein paar Mal hängen geblieben. So, jetzt fahren wir hier vor. Und die Lohndienstleistung auf Feld Nummer 10 ist fast beendet. Das ist unser Johnny. So, einmal hier rein. Ja. So. Mal hier nur die zweite und dann sollte das eigentlich passen. Gut, er ist weit, nee, er ist noch nicht fertig, weil er wieder mal den Motor ausgeschalten hat. So, sehr gut. Dann einmal hier wenden. Und dann müssten wir auch hier dran vorbeikommen. Und dann lassen wir den hier mal in die Richtung fahren. So, das passt soweit. Und ab die Post. Und jetzt schauen wir mal, wie weit der Johnny ist. Und wir sind beim Johnny bei 98%. Das heißt, der wird jetzt gleich fertig sein und dann können wir hier diesen Lohnauftrag abschließen. Ja, schickes Gefährt. Ja, ich denke, den werden wir uns auch bald gönnen können, um dann unsere großen Felder, unsere großen Maisfelder zu gruppern bzw. zu pflügen. So. Und fast wie abgemessen, Lohndienstleistung auf Feld Nummer 10 ist abgeschlossen. Wir klappen zusammen. Und mit diesem Bild darf ich mich recht herzlich bei euch bedanken fürs Zusehen. Denn jetzt gehen wir hier rein und sagen, Grubbern ist abgeschlossen. Ich bedanke mich mit 22.538 Euro, die wir hier bekommen haben. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ihr Lust habt, wieder bei mir hier auf dem Kanal auf Neubadelzagen Big Farm. Ich bin der Badenfarmer und sage wie immer an der Stelle, tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.